der scheiß unterste, der musste wirklich geradezu fliegen. Und das komische ist, der schießt trotzdem, obwohl du nicht im Ziel bist und verbraucht Energie. Ja, ich glaube, der schießt dann einfach geradeaus oder so. Ja. Tschüss, Viper. Oh, guck mal, wir sind relativ weit weg vom Kampfbereich. 10 Kilometer. Ja. Willst du in die Mitte fliegen? Oh, was los ist? Naja, ich habe eh gerade die Kurier ausgewählt, die du auch auskuriert hast. Ausgewählt hast. Ich hab die ausgewählt. Komm her, Kumpel. Meine Kurs in den Pulslaser. Wir kurieren dich aus. Oh, schon weg, ist weg. Ja. Oh, boah, hier ist aber viel los. Ist gut. Jo. Sehr gut. Wir haben jetzt schon über 500.000 gemacht. Ich glaube, 600.000, 700.000. Ja. Ja, 843.000. Ich habe noch davor ein bisschen was gemacht, ja. Wenn du noch nicht da warst. Ich brauche, glaube ich, gar nicht mehr aufs Kraftwerk gehen bei den kleineren Schiffen. Wenn wir beide da drauf feuern, dann ist die Hülle so oder so schnell weg. Ja. Oh, ich werde angegriffen von einer Python. Die hat kaum noch Schild. Geht da jetzt mal drauf. Ah ja, gut, die hast du auch schon. Logisch. Alter, wie schnell ist denn die unterwegs? Die Python. Ja. Ja. Die macht ja Moves, Wahnsinn. Die hat gerade einen von unseren Schiffen angeflogen. Ja. Die hat mich auch bald angeflogen. Oh, das ist wie Laser schon wieder her. Aber Wahnsinn. Oh, eine Viper. Ja. Na, der hat mich auch gerade angegriffen. Kurz. Alter, was rotzt du da raus vorne? Oh, danke. Boom. Ja. Das wird mein Schiff. Das ist mein Kampfschiff. Ja, das sieht gut aus. Steht hier. Aber müll's bitte nicht wieder so zu. Ja, du bist doch hier, Burger King. Ich nicht, Subway. Ja, ich hab aufgeräumt vorhin. Bevor ich die andere in die Garage gestellt habe. Ups. Huch. Jetzt hast du gerammt. Ich bin voll in die Reihen geboostet. Wollte ich nicht, aber ich hab Gott sei Dank null Schild verloren. War übelst Dusel gehabt. Und das Gute an dem Flugzeug ist, du sitzt auch ziemlich weit vorne an der Scheibe. Das siehst du da irgendwie. Das ist schöner aufgebaut. Das ist ein schönes Flugzeug. Kannst du da das Verdeck öffnen? Oder geht das nicht? Nee, noch nicht. Das ist ja Bern, ey, für 50 Millionen oder 52 möchte das wohl drin sein. 51, noch irgendwas. Ah, okay. Sitzheizung? Gibt's. Fußbodenheizung? Gibt's nicht. Weil mein Sitz so hoch ist, ich hab meine Füße nie auf dem Boden. Und wenn ich in mein Schlafzimmer gehe oder so, dann nehme ich die Latschen. Innerhalb deines Schiffs. Hausschuhe. Ja, innerhalb meines Schiffs. Oh,
Wahnsinn, ey. Platzen schneller als gestern. Ja, finde ich auch. Weil du zu einer übelsten Kampfsau mutiert bist. Ja. Ach, jetzt wollte ich mal gucken wegen meinem Kampfrang. Ich glaube, wenn wir im Wing fliegen, dauert es länger. Wegen die Prozentzahl, habe ich das Gefühl. Findest du? Ja, weil vorhin habe ich gestern hatte ich 38 und dann hatte ich 45 und war nur einmal in der Kampfzone oder zweimal. Okay. Jetzt habe ich wie viel? Jetzt habe ich jetzt. Jetzt habe ich 58. Nee. 50. Nee. Jetzt habe ich 45. Also. Keine Ahnung. Also manchmal dauert es ja. Kommt mir so vor, als würde es länger dauern. Ich hatte das auch schon immer mal bei den Kampfrang, als ich dann alleine unterwegs war, dass es mal irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde gar nichts gezählt hat und dann auf einmal waren 2-3% drauf. Ich weiß nicht, ob es da Abrechnungsintervalle oder so bei Frontier gibt. Keine Ahnung. Abrechnungsintervalle? Naja. Das hört sich gut an. Nur die kleinen Fische, haben wir nichts Großes hier? Eine Klippe und eine Python fliegt hier rum. Die Python ist weit weg. Die Klippe ist hier in der Nähe. Ich mach nur schnell die Kupfer. Ja, ich schieß da schon mal die Schilde weg. Ich habe bisher noch nicht einmal. Wer hat mich jetzt gerammt? Einmal düppeln müssen. Ich weiß nicht. Nee, diesmal. Wo andere Blindgänger, ja. Ein anderer Blindgänger. Ich hab schon, keine Ahnung, dreimal gedübbelt. Ja, jetzt muss ich auch gerade, weil mir war mehr so das Angstdübbeln. Die Klippe auf den Sack geht und noch irgendein anderes Schiff, was mich abschießt. Oh, danke, danke. Oh, da ist eine Anaconda. Mhm. Das ist das Ziel, was mir gerade am gefährlichsten ist. Lass uns die mal nehmen. Ich nehm die mal von hinten. Ja. War klar. Kein Schiff wird es. Mach nur. Ich hab noch Schild. Geh auf mich. War klar. Hast du noch eine Schildzellenbank drin in deinem Schiff? Ja. Cool. Nein! Geh weg! Was ist denn? Die Explosion macht noch kaum Schaden. Kaum. Denk dran, auf roten Untergrund sieht man Kratzer leichter. Sag mal. Das ist ein Gewusel hier, ey. Das war echt übel gerade. Vor mir. Überall, ja. Im Autoscooter, ey. Braucht noch jeder so ein Fähnchen hinten am Schiff. Ja. Pumpen sprühen. Aber Funken brauchen wir nicht, wir haben ja Laserschuhe, das reicht eigentlich. Ja, das sieht viel geiler aus. Wäre ganz geil, wenn man die Farbe vom Laser ändern könnte. Ums. Oh. Sind aber wieder ein paar Blinzen unterwegs hier. Mann, Mann, Mann.
brauche ich mal drauf schießen. Ich glaube, wir wählen jetzt immer das gleiche Ziel aus. Ich habe es jetzt ein paar Mal getestet, ob ich bei mir das gefährlichste Ziel auswähle oder über dein Ziel. Ja. Das okay. Wählt zurzeit immer das gleiche aus. Wer liegt das am Knapplink wahrscheinlich? Ich ja, das kann auch sein, auch ja. Okay. Gucken, ich habe jetzt eine Python drin auf normalem Weg. Ja. Das gleiche habe ich auch. Die wurde jetzt gerade rasiert. Volles Rohr, ja. Einmal quer durchgeschnitten. Wahnsinn. Ja, ist deutlich angenehmer, um Wink hier in den Kampfzonen unterwegs zu sein. Vor allem, man wird halt selber nicht so oft getroffen. Genau. Das ist entspannter. Oh ja. Weil ist zu zweit, man kann sich helfen. Irgendwas ist mit großen Schiffen oder so. Du wirst bei mir als gesetzlos angezeigt. Aha. Okay. Ich habe nichts gemacht. Ja, ja. Doch, ich hab, glaube ich, vorhin einen abgeschossen. Die Strafe muss ich noch bezahlen. 10.000 oder was, glaube ich. Echt? Kann ich mir die holen? Ja. Es wurde ziemlich viel Rote unten, sehe ich gerade. Ja, ja. Wir kriegen gerade immer nur Eagle ausgewählt. Schnell die weg sind. Krass, ich glaube, ich suche mir auch noch meine Pferde los. Geil. Oh, Python, jawohl. Ich glaube, ich bin jetzt bis auf 5 Meter rangeflogen oder so. Über dir? Ja, ich hoffe, ich bin dir nicht im Weg. Über dir. Nö, ich hab eigentlich so den gleichen Flugstil wie du, bloß dass du halt schneller bist wie ich. Als ich. Ah nein, geh weg, geh weg, geh weg. Huch, hallo? Ja, sie ist weg. Ja, ja. Ich hab jetzt einfach abgebremst am Null. Bussi. So, Küsschen links, rechts wie bei den Franzosen. So. Pferde, genau. Ja, die Pferde Lors, die kommen doch von dort aus Frankreich. Haben sie doch. Ist ja die Weiterentwicklung vom Eurofighter. Okay, der Eurofighter hat schon nichts getaugt. Da haben sie wenigstens bei der was Ordentliches gemacht. Ja. Tut mir immer so leid, wenn ich die abschießen muss. Falsche Fraktion, wollte ich sagen. Wahnsinn.
Level 18 auf 0, Bub. Ja, die Igel, die halten echt nichts aus. Die Ferde Lors ist doch Medium Ship, oder? Also kannst du mit der auf dem Außenposten landen? Ja. Ja. Vergesst das immer. Ja. Geil. Gott sei Dank. Theoretisch können sie den Treibstoff dann mal rausmachen, brauchst du nicht, weil es gibt eh nur einen mit, keine Ahnung, 50 Liter. Das ist 5 Minuten am Planet. Kannst du auch schnell landen irgendwo. Sind zwei Pythons von den Gegnern hier unterwegs. Weiß nicht, ob wir uns die danach mal schnappen wollen. Nach der Vulture. Bei den Vultures, es sind auch noch ein paar andere Schiffe im Hintergrund, gell? Das packen wir schon. Okay. Du das sagst. Platzt die noch, oder? Stimmt. Nee, doch jetzt. Gleich eine Nervensäge wieder hier. Die sind so lästig wie Mücken. Ja gut. Wir stechen irgendwie keine Mücken. Großartig. Und das liegt. Es liegt daran, dass du nicht rausgehst. Ich bin so Stimmt, ich bin so ein kleiner Game Nerd. Ich hock nur daheim. So ein typisches Klischee. So, nur mit Boxershot, dick, mit Brille, Pizza, Cola. Wie der Typ aus der 1 South Park Folge. Aus der WoW Folge war das, glaube ich. Spielt du eigentlich noch World of Warships? Ab und zu mal. Ist gerade ein bisschen schwierig, da ich gerade so viel zocke. Ich bin alleine. Ja. 5 Spiele, für die ich jetzt hier immer mal Aufnahmen mache. Ich habe es jetzt ein bisschen geteilt, dass ich 2 Spiele jetzt immer abwechseln und nicht jeden Tag von jedem Spiel eine Folge kommt. Da macht es mir ein bisschen einfacher, das zu planen. Ich zocke gerade nebenbei auf der PlayStation 4 hier PGA Tour, das neue. Bin aber ein großer Golf-Fan, wenn sowas mal rauskommt. Du meine Güte. Ja, das ist geil. In meinem, Beschuss. Mit meinem österreichischen Freund zusammen, der ist auch so ein Fan. Hat den Fernseher nie an, außer hier Golf. Ich glaube, wie kann man sowas gucken? Da kann man nur einschlafen dabei, oder? Nein, das fetzt.
Ja, ich weiß nicht, gucken. Geguckt habe ich es noch nicht so oft, aber jetzt selber halt zocken ist ganz lustig. Dass damals schon immer auf der PlayStation 2 oder wann die ganzen ersten Tage Wutspiele rauskamen, übel oft mit dem Kumpel gezockt. Ja. Ist doch gar nicht so einfach. Ich stelle da immer ziemlich viele Hilfen aus, dass du halt nicht siehst, wo dein Ball hinfliegt, sondern das selber anhand vom Wind und vom Wetter berechnen musst, wo er eventuell landen könnte. Das macht es dann halt schon ein bisschen interessanter, ja. Die normalen Standardeinstellungen von dem neuesten Teil, der jetzt hier rauskam, da siehst du direkt, wo der Ball landen würde, wenn du da dran schlägst, und das ist halt lame. Dann brauche ich es auch gar nicht spielen. Okay, ja. Das stimmt. Gibt's eigentlich für die Fer de Lance andere Paint Shops? Keine Ahnung. Darauf achte ich eigentlich nicht so, weil ich sehe es eh nicht von außen. Ja. Ich habe mir da auch noch nie was gekauft. Wüsste gar nicht warum. Ja, ach so, du meinst, was man Shop kaufen kann, diese. Ja, genau. Denke mal schon, ja. Ja. Gibt es schon. Ich glaube, bloß für die Anaconda gibt es. Weißt du das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht.